Boateng bleibt bei Bayern, Kevin Trapp zurück zu Eintracht Frankfurt und Nuri Sahin hinzu Werder Bremen. Das ist die Themen des Tages. Mein Name ist Nico und es ist Deadline Day, Freunde. Los geht's. Jerome Boateng ist so ziemlich der Einzige, der sich niemals zu seiner Zukunft im FC Bayern geäußert hat. Jeder andere, inklusive mir, hat seine Meinung dazu abgegeben. Zwischenzeitlich sah es ganz sicher danach aus, als würde er zu PSG gehen. Dann hieß es plötzlich, naja, da ist finanziell, es ist nicht so richtig machbar. Und jetzt hat PSG gestern ein neues Angebot vorgelegt, über 40 Millionen Euro. Und Bayern hat Nein gesagt. Ja, die Bayern wollten mindestens 50 Millionen Euro. Nico Kovac hat dann wohl ein Veto eingelegt und gesagt, ey, für 40 Millionen Euro ist er für uns zu wichtig. Boateng hat ja auch gegen Hoffenheim 90 Minuten gespielt und das war doch ein relativ klares Zeichen dafür, dass Nico Kovac mit ihm plant. Also, Boateng bleibt bei Bayern. Aber das soll ja nicht heißen, dass Thomas Tuchel und PSG nicht irgendjemanden von Bayern kaufen können, denn Juan Bernat befindet sich derzeit zum Medizincheck in Paris. Das bestätigte Thomas Tuchel heute Morgen auf einer Pressekonferenz. Und die Ablöse wird irgendwo im niedrigen zweistelligen Millionenbereich liegen. Und jetzt kommt mein absolutes Highlight dieses Deadline Days. Jetzt schon. Ist völlig egal, was passiert. Das ist das Beste. Denn Thomas Tuchel dachte sich, Moment. Wenn wir schon einen zweitklassigen Außenverteidiger verpflichten, warum dann nicht auch noch einen drittklassigen Stürmer? Und deshalb bestätigt im Medizincheck, gerade in Paris, und wird unterschreiben. Und jetzt kommt's. Erik-Maxime Choupo-Moting. Jep, das denke ich mir nicht aus. Choupo-Moting zu Paris, Alter. Ja, Erik-Maxime Choupo-Moting ist gerade in Paris, macht seinen Medizincheck und wird dann unterschreiben. Auch das bestätigte Thomas Tuchel heute Morgen in derselben Pressekonferenz. Was er da soll, niemand hat irgendeine Ahnung. Das Einzige, was wir wissen, ist natürlich, Thomas Tuchel holte ihn damals zu Mainz. Die beiden kennen sich, die beiden schätzen sich. Und er ist ablösefrei, weil Stoke ihn ja freigegeben hat. Nicht mal Stoke wollte ihn behalten. Naja gut. Wir haben seit einigen Wochen nach einem Ersatz für Cavani gesucht. Und nun hat sich die Gelegenheit mit Maxim ergeben, erklärte Tuchel auf der PK am Freitagmorgen. So, und das ist die eigentliche News daran, denn warum sucht man nach einem Ersatz für Cavani? Es gibt keinerlei Transfergerüchte über Cavani, auch keine langwierige Verletzung ist bekannt. Warum also ein Ersatz für Cavani? Niemand kann mir irgendwas sagen. Was ist die Idee dahinter? Wenn ihr es wisst, ihr kennt die Kommentarfunktion. Ach, das Internet ist eine schöne Sache, denn ständig werden irgendwelche Sachen geleakt. Und manchmal müssen sie nicht mehr geleakt werden, sondern der Verein leakt sie auch selbst. So wie Eintracht Frankfurt heute Morgen, als sie ein Willkommen-Zurück-Video für Kevin Trapp auf ihrem YouTube-Kanal posteten und natürlich sofort wieder löschten. Aber wir haben das Video gesehen und es ist fix. Kevin Trapp kehrt zurück an den Main. Nach 3 Jahren Abwesenheit ist er heute also zurück und soll den leicht angeschlagenen Frederik Renault, ja, wahrscheinlich ersetzen als Nummer 1. Das Ganze ist für mich ein bisschen seltsam. Ich finde, man hätte das anders kommunizieren müssen. Wenn Renaults Verletzung schwerwiegender ist, hätte man das auch bekannt machen müssen. Und so hat die Eintracht jetzt 4 Torhüter, aber nur einen Rechtsverteidiger. Also vielleicht passiert auch noch was im Laufe des Tages, aber ansonsten willkommen zurück, Kevin Trapp. Und ein bisschen seltsamer Transfer ist es am Ende des Tages doch. Natürlich ist es nur eine Laie und die Eintracht wird nur, ich vermute, Teile des Gehalts bezahlen. Ich hatte verschiedene Angebote, für mich war aber einfach klar, dass wenn ich die Möglichkeit habe, hierher zurückzukommen, dann will ich das unbedingt machen. Es war viel harte Arbeit. Und Kevin Trapp war ja Stammtorhüter, als die Eintracht das letzte Mal was gemacht hat? Richtig, Euroleague gespielt. Und da ist heute um 13 Uhr die Auslosung. Und normalerweise, wenn sowas passiert, warten wir hier ein bisschen und präsentieren euch die Ergebnisse dann. Aber wir haben uns gestern die UEFA Champions League Auslosung angeschaut und haben uns überlegt, ja gut, dann würden wir das Daily heute ja um 19 Uhr hochladen, solange wir die brauchen. Also lassen wir das und ihr findet die Auslosung natürlich dann ab 13 Uhr im Live-Ticker bei uns in der OneFootball-App. Und die Champions-League-Gruppen, die findet ihr hier. Und im Zuge der Gruppenauslosung der UEFA Champions League wurde ja auch der UEFA Fußballer des Jahres Europas oder so ähnlich gewählt. Und gewonnen hat nicht Cristiano Ronaldo, sondern Luka Modric. Und alle fanden es geil, außer Cristiano Ronaldo. Und noch weniger sein Berater. Jorge Mendes sagte nach der Bekanntgabe, es ist lächerlich und beschämend. Am Gewinner gab es keinen Zweifel, weil Ronaldo der Beste auf seiner Position ist. Fußball wird auf dem Feld gespielt und da hat Cristiano gewonnen. Er hat 15 Tore geschossen, Real Madrid auf seinen Rücken getragen und die Champions League erneut erobert. Das kann man dann relativ kurz abtun unter sehr, sehr schlechter Verlierer. Werder Bremen, Alter, haben still und heimlich eine der besten Transferperioden diesen Sommers gehabt und könnten jetzt auch noch einen richtigen Stil landen, denn Nuri Sahin soll heute seinen Medizincheck bei der Werder absolvieren. Gut. Und auch wenn man Nuri Sahin die letzten 3 Jahre beobachtet hat, ist ein Medizincheck eine relativ große Hürde für ihn. Muss man mal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Der 29-Jährige, bei dem man das Gefühl hat, er ist 36,
spielt bei Dortmund unter Lucien Favre schlicht und ergreifend keine Rolle mehr. Und dann gab es relativ lange Gerüchte, er würde zu Galatasaray Istanbul wechseln. Das hat sich zerschlagen und nun hat Werder wohl die Gunst der Stunde gewittert und gedacht, ey, holen wir noch dazu. Und klar ist, vielleicht ist er auf dem Feld gar nicht unbedingt die große sportliche Ergänzung, aber der Junge ist einfach auch in der Kabine ein sehr, sehr wichtiger Spieler. Und nach Davy Klaassen dann die zweite Verpflichtung für die Zentrale. Ich finde, Werder macht da alles richtig. Gestern hieß ja, der VfL Wolfsburg würde Maxwell Conde von Lyon verpflichten. Alles schien safe. 17 Millionen Euro Ablöse, Vertrag bis 2023 und Wolfsburg schließt die Lücke auf dem Flügel. Problem nur, das stimmt alles so nicht. Kommando zurück aus Lyon. Präsident Jean-Michel Aulas sagte deutlich, wir werden Maxwell Conde behalten, auch wenn ihn viele Vereine wollen. Blöd gelaufen, Wolfsburg. Das war's für heute und hier findet ihr ein Video, das Alex euch verlinkt und hier noch ein anderes, das Alex euch verlinkt. Viel Spaß!